einmal hopp, raus da aus diesem Gedöns. Ach, ist Gedöns nicht ein schönes Wort. Wir haben genau 64 Fackeln dabei. Oh, es ist Nacht. Ich will gleich mal wieder auf die Stats in der Kolonie gucken, denn ich glaube nicht, dass die Leute da so gut auf uns zu sprechen sind. Weil wir denen eigentlich dringend mal was vorbeibringen müssten. Zack. Neuer Tag, neues Glück, neue Creeper. Ach ja, wir sind ja eben gut bestückt. Man sieht schon, in den letzten paar Folgen hat sich das Ganze schon ziemlich geändert. Es ist insgesamt größer und schöner geworden. Hier und heute am Morgen. So, erstmal gleich einen Knobbers reinziehen und dann... ja. Warte mal, 860 nur. Aber sie sind alle very happy. Solange sie alle very happy sind, ist mir das alles egal. Dann bin ich auch very happy. Füllen wir gleich noch eben diese Kuhle hier auf. Wir haben ein bisschen Schotter, das heißt, wir können wieder den Weg verlegen. Und wir haben auch wieder ein paar Cobblestone. Das heißt, wir könnten die eigentlich in der Truhe lassen. Zack. Das ist irgendwie das, was man am meisten übrig hat. Dreck kloppt man meistens nicht weg. Weil der eben auf der Oberfläche ist. Cobblestone braucht man eben, um da überall durchzukommen. Oh, Gothic 3 Soundtrack. Hurra! Lieber Mike, dieses Projekt Gothic 3 wird ja von vielen Leuten ziemlich, ja, schlecht angesehen. Es wird ziemlich runtergemacht, komplett unter seinem Wert verkauft. Da das ja nicht so sei wie Gothic 2, und das reimt sich sogar, hahaha. Und daher möchte ich dir nochmal aussprechen, mein größtes Lob. Ich finde dieses Spiel so klasse und ich jetzt unbedingt nochmal Let's Play, das wahrscheinlich nach Risen und als letztes in der Reihe. Und ich hätte da so ran super weitermachen können, wäre Joe Wood nicht pleite gegangen. Denn Joe Wood hat denen auch ziemlich heftige Auflagen auferlegt, wenn man es einfach so, werde ich mal so ganz blöd formulieren, dass sie zu bestimmten Terminen fertig werden, statt ihnen mehr Zeit zu geben und dann, dass sie ein besseres Release haben können. Und Gothic 3 ist übrigens auch eins der Spiele, die ich nie auf vollster Grafik, ich könnte es wahrscheinlich fast auf voller Grafik spielen, dafür, also in der Aufnahme hätte ich wahrscheinlich zu wenig Frames, aber ansonsten so privat geht das. Aber ich würde es gar nicht auf voller Grafik spielen, weil ich den Gothic-Style erhalten möchte. Der ist auf mittlerer Grafik. Also falls ihr Gothic 3 habt und falls ihr Gothic 3 spielen wollt, ist auch ziemlich billig, gibt es für einen 10er irgendwo überall. Ich glaube sogar die Collector's Edition gibt es langsam für einen 10er und die gibt man nicht, oder die wird noch für 30 Euro verkauft, aber egal. Gibt es auf jeden Fall für einen 10er auch überall. Und ja, in dieser Collector's Edition, Quatsch, in der Collector's Edition, also in Gothic 3, stellt die Grafik mal auf Mittel. Ihr werdet dann ähnliche Grafik haben wie Gothic 2 auf überste Killer-Grafik, also auf höchste Grafikeinstellungen. Und es ist einfach so nach dem alten Gothic-Feeling. Das ist einfach klassisch. Lasst die Grafik auf mittlere Einstellung und ihr werdet dann da euren Spaß dran haben. Oh. So. Bringen wir hier mal wieder ein bisschen was an. Zack. Hui, der spannende Teil geht los. Und auch dieses Ende, die ganzen Sachen. Ich habe das Gothic 3 bisher, glaube ich, viermal oder so durchgespielt. Und meistens immer als Kämpfer. Also als, ich weiß nicht, ich hatte einfach, zum Schluss konnte man sowieso fast alles lernen, außer Magie. Und dafür, also weil ich da nicht alle, weil ich nicht genug Tafeln gefunden hatte. Aber ansonsten ist das so klasse in jedem der einzelnen Enden, die es da gibt. Und alles, wie man sich entscheiden kann, das Rufsystem hat alles richtig gut was dran. Wenn man das, also wenn man Gothic 3 nochmal neu auflegen könnte, ich würde da kaum was anderes machen, außer vielleicht so, ja, vielleicht ein paar Balancing, ein bisschen Balancing, weil die Tiere da extrem stark sind. Aber ansonsten ist dieses Spiel so klasse und es ist so gut geworden. Und ich weiß auch nicht, warum das so viele Leute runtermachen. Storytechnisch ist es der Hammer. Wenn man denn was, wenn man die Story berücksichtigt und nicht einfach nur, ich will mich da durchschnetzeln und es geht oder es geht nicht und sowas.
und so haben wir auch diese Fläche komplett ver-erdisiert. So, nehmen wir uns das nächste Planquadrat raus. Ich glaube, den Zaun haue ich auch gleich mal weg. Zack, und das nächste Planquadrat. Ach hey, diesen Weg hier, hier müssen wir auch noch einen Weg hinbauen. Sag mal, Kelly, wo hast du denn hier deinen Eingang? Und zack, zack. So. Könnten wir entweder dort an den anschließen oder an den. Aber ich glaube, an den wäre das Ganze cooler. Wenn wir das Ding hier geradeaus so durchziehen. Warte, ich müsste noch einen hier so nach rechts. Na, bis hierhin glaube ich das auf jeden Fall erstmal weg. Und, hier werde ich das Ding dann mal durchkloppen. Uah! Die Schlucht würde ich unbedingt gerne noch erkunden, muss ich ja sagen. So, hier kommt dann der Weg hin. Und zack. So, das kann ich auch direkt weghauen. Ich glaube, ich werde den Weg direkt platzieren. Ich fülle das Ganze hier extra mit Sand auf, und statt einfach Erde zu nehmen, weil wir ein bisschen mehr Sand als Erde haben. Wow. Mensch, ich will doch da nicht reinfallen. Das wäre ja sonst ein Reinfall. Ah. Hab ich hier noch ein bisschen? Natürlich habe ich hier noch ein bisschen. Ich habe kein Holz mehr dabei. Egal, kommt das Holz später. Ah, verdammt. Mist, da ist ein Feuerstein. Heißt, den haben wir verdödelt. Naja, egal. So, ich bin mir hier ein bisschen ruhiger, um nicht mehr zu verdödeln an Rohstoffe. So muss ich es wohl erstmal lassen. Gehe ich gleich noch eben ganz schnell hoch ins Haus und hole ein bisschen hole ein bisschen Holz. Wo ist ein kleiner Weg da dran, aber an sich, ich weiß nicht, was besser wirkt. Wirkt das besser mit dem Holz? Oder wirkt das besser mit dem anderen Gedöns? Ui, ich glaube, wir müssen erstmal vorher wieder ein bisschen Wolle besorgen. Aber ich möchte erst einmal ein bisschen wenig Holz holen. Holz. Kein Holz. Hab ich das Holz hinten rüber gepackt. Habe ich hier noch zwei Eisen drin, dass ich mir eben schnell ein Gedöns machen kann. Ich habe hier sogar noch 40 Eisen drin. So, Klumpen zu Klumpen. Ich habe nur noch zwei Diamanten drin. Wow. Ich muss ihn ganz kurz... Oh, warte mal, ich kann ihn kurz hier... Komm, egal, ich nehme beides auf, so. Ich bin daraus keine... Ah, ich bin auch so ein Horst! Mensch, was macht ihr denn hier? Warum guckt ihr euch das überhaupt an, wenn ich so ein Horst bin? Zack. So, ein Rasiermesser sollte reichen. Ich werde nochmal eben rübergehen in die ins Lager da und werde ein bisschen Zeug wegbringen. Ich glaube, doch, ich möchte noch vorher noch ein bisschen Wolle holen, und dann werde ich auch die Aufnahme beenden. Ich nehme mich eigentlich schon fast eine halbe Stunde über meiner Zeit auf. Und ich muss das Ganze heute noch rendern. Und schlafen möchte ich auch noch. Oh mein Gott. Obwohl, das wird eigentlich wie überbewertet. Schlafen brauchen wir nicht. Lass ich ausfallen. Hey, Lichtbark, hallo. Warum können Sie sowas nicht mal fixen? So. Hier nicht auch irgendwo so eine Klumpatschkiste? Ah ja, hier ist meine Klumpatschkiste. Gott, ey, was war ich denn da für ein Vollhorst, wenn ich das Ding Benjamin Blümchen nenne? So, den Zaun, den packe ich auch immer hier rein.
So, ach ja, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Holz holen. Holz, Holz, Holz.